Heute spielen wir Dreamy Castle von Spyro, von dem habe ich schon sehr viel gespielt und bisher waren die Level immer sehr gut. Sind auch sehr viele in den Top-Trends dabei, also wird auch sicher das hier nicht enttäuschen. Sieht schon mal schwerer aus wie die anderen bisher. Okay, oh, das war knapp, sehr knapp. Oh oh. Ah, Mist. Aber bis hierher schon mal sehr cool. Ich merke gerade, wir werden diesen Teil, glaube ich, nochmal spielen, deswegen hat sie diese On-Off-Switches hier. Bin mal gespannt. Oh, reicht es? Ach Mist. Bin mal gespannt, wie es beim zweiten Durchlauf sein wird. Deswegen hat es auch, wie man hier sieht, oben links eine Türe. Also mal gucken. So. Okay, ja. Okay, Checkpoint. Frag mich, was die Pfeile da zu bedeuten hatten. Naja, das sehen wir gleich, würde ich sagen. Oh Gott, schnell hoch. Oh, war das die war sehr cool, die Section. Oh, nächster Checkpoint. Ich mute mal, die bringt mich jetzt zum Start zurück. Oh, nee, ich muss rückwärts. Das ist ja cool. Hätte ich nicht erwartet. Level, was vorwärts und rückwärts gespielt werden kann. Wo sieht man sowas schon? So, let's go. Diesmal mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit hier. Oder auch nicht. Nee, wir haben die gleiche Geschwindigkeit und gehen nochmal kaputt. So, jetzt mehr Geschwindigkeit. Oh, aber gerade noch so. Aber egal, Fortschritt. Oh, schnell hier rüber. Auf die Kanonenkugel. Ah, okay. Und hier hoch. Deswegen ist die Türe hier oben. Ach so. Was haben wir hier noch für Goodies? Leben. Brauchen aber nur 3 Leben. Wieso sind hier 4? Naja. Lieber 4 Leben als keine Leben, oder? Sehr, sehr, sehr cooles Level. Ich frage mich, wie schwer das war, zu bauen, dass man hin und her gehen kann. Bestimmt sehr schwer. Auch hier lasse ich ein Like da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.